Vielleicht kann man sehen, ich nehme jetzt hier 300 Gramm Mehl. Das kommt jetzt in die einfache Schüssel. Da kommen jetzt noch 4 Eier rein, ein paar Gewürze. Und dann wird das Ganze durchmengt. Die Gewürze werden jetzt schon mal auf dem Mehl. Was ich alles genommen habe, seht ihr jetzt hier. Und davon reichlich. Jetzt kommen noch die Eier dazu. Die Eier werden jetzt auch dabei. So, und jetzt wird das Ganze durcheinander gemacht. Vielleicht kommt noch ein bisschen Wasser dazu, damit der Teig richtig schön cremig wird und Luftblasen schlägt. Der Teig ist mittlerweile durchgerührt. Es war ein bisschen schwierig. Es ist von Hand doch sehr schwer. Ich musste dann noch ca. 8 von denen mit Wasser füllen und in den Teig mit rein, damit er schön fluffig wird und sich besser rühren lässt. Und wenn der Teig sich so verhält, wie ihr das hier seht, auch mal Blasen schlägt, dann ist er eigentlich gut. Dann lassen wir den noch ein bisschen stehen und bereiten dann erstmal das Wasser vor, um die Spätzchen zu kochen. Spätzle zu kochen, nicht Spätzchen. So, der Topf ist jetzt mit Wasser befüllt. Jetzt warten wir, bis der kocht. Tun wir reichlich Salz rein. Reichlich. Und noch ein Schuss Öl. Und dann warten wir, bis es kocht. Kurz vorm Siedepunkt ist eigentlich die beste Zeit, um die Spätzle, den Spätzleteig hier reinzupressen. Schon alles vorbereitet. Hier ist der Spätzleteig und da das für 5 Personen nicht reicht, habe ich doch direkt ein zweites gemacht. In der Hoffnung, sie werden alle satt. So, jetzt geht es dann gleich in den Topf. Von der Schüssel in die Presse und ab ins Wasser. So, der erste Schwung ist drin. Jetzt kocht das ein bisschen. Jetzt sind wir da richtig schön geworden. Jetzt warten wir, bis die oben aufschwimmen, dann können sie auch schon raus. Das geht ganz schnell. Die Spätzle waren jetzt circa 1 bis 2 Minuten hier im heißen Wasser. Jetzt kann man sie rausholen, sie sind schon fertig. Haben eine tolle Form, müssen abtropfen lassen. Man kann auch schon die nächste Fuhre in den Topf. Die sehen richtig gut aus. Das war jetzt die erste Pressung, wie immer man das nennen will. Es riecht sehr gut und es schmeckt sehr lecker. Schade, dass es kein Geschmacksvideo gibt. Und in 0,6 hat man dann so diesen schönen Vorschlag. Sie kommen aber an den Pfanne mit Zwiebeln, Speck und Käse. Das war's schon. Jetzt heißt es warten auf die Gäste, dann wird der Rest kurz vorher fertig gemacht. Kommen die Spätzle in die Pfanne, Feuer, schenkt einem Brautpaar und es ist doch nett. Käse drüber und schon ist das Gericht fertig. Und kehrte ich manchmal nach Hause beinahe, hab ich mit dem Brettle Bekanntschaft gemacht.
Am anderen Morgen war die Sorge vorbei, sie brodern noch Spätzle mit Ei. Ein bisschen Mehl und ein bisschen Eier, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz, ein bisschen Schnager, ein bisschen Schaber, noch geile Spätzle, ja Gott, ein Hals. Der Schwabe an ja, sein dabei. Er brauchte den Snitzkopf und Schwabe Oberschluss. Er ist aus dem Pockschirr und ist da spruchslos. Ihm räuchert schon Spätzle mit Soße. Der badische Seehas, der mag Spätzle auch. Drum seid er am Sonntag zu seiner Frau. Komm mit in die Küche, du rührst und die Schar. Lass vorher noch Rolle da an.